Hallo ihr Lieben, gestern noch in Münchberg, heute für das Bayerische Bündnis für Toleranz in Ansbach mit dem Demokratiebus. Und hier möchten wir herausfinden, wie stehen die Bürger und Bürgerinnen eigentlich zur Demokratie? Sind sie eher Pessimisten oder Optimisten? Dieser rote Pfeil wird's verraten. Ich gehe auf die 8. Ich sehe halt, dass wir eine Entwicklung haben in den letzten Jahren. Und aufgrund dieser Entwicklung schätze ich das optimistisch ein. Also ich bin der Vater, ne? Und ich freue mich, dass er sich so optimistisch gestellt hat. Weil es durchaus Gefahren für die Demokratie gibt. Aber es ist auch nicht weniger, weil ich davon überzeugt bin, dass unsere Demokratie so stabil ist, dass sie allen Gefährdungen widerstehen kann. Ich glaube, es ist noch nichts verloren für die Demokratie, aber ich glaube, so wie es sich gerade entwickelt, nämlich dass wir nicht an einen Tisch zusammenfinden, könnte es in diesem Bereich rutschen. Nicht so viel. Ich hatte halt früher das in der Schule mal wegen dem Weltkrieg und so, da ging es ja viel um Demokratie. Aber sonst habe ich damit eigentlich nicht so viel zu tun. Ja, Demokratie ist eigentlich ganz gut, aber Politik auch. Ja, mehr kann ich dazu nichts sagen. Auch nicht viel, nur das ist, was halt früher in der Schule durchgenommen worden ist. Also über Hitler-Zeugs, Scheiß da. Ich gehe nicht zur Wahl, weil die politischen Parteien ihrer Wähler nicht wert sind. Wer weiß denn überhaupt, ob die Merkel nicht eine Agentin von Putin ist? Ne? Dann werden wir keine Muslime, werden wir Kommunisten. Ich muss sagen, ich habe natürlich noch mehr erlebt wie er. Eine Generation, die so lange keinen Krieg hat, die kann nur durch so eine Demokratie bestehen. Und für mich ist die Demokratie noch ein bisschen höher. Weil die Parteien fast alle gegeneinander irgendwie sind und die ziehen nicht alle an einem Strang. Weil mittlerweile halt immer mehr die AfD wählen und ich finde, dadurch wird es halt langfristig keine Zukunft geben, weil die halt viel wie früher halt bei Hitler anfangen, also halt viele ähnliche Meinungen haben. Ja, die Politik kackt langsam ab. Über AfD so beschimpfe ich mich ab und zu, weil ich bin selber Ausländer. Ich bin eigentlich ganz sicher, dass unser liberaler Rechtsstaat stark genug ist, die Dinge, die sich jetzt abzeichnen und die jetzt passieren, in den Griff zu kriegen. Ihr Lieben, das war Ansbach. Wir haben Menschen kennengelernt, die sehr demokratiepessimistisch, aber auch demokratieoptimistisch sind. Und besonders interessant war, dass relativ viele junge Menschen pessimistisch sind und ältere Optimisten. Das lehrt uns, wir brauchen Demokratieförderung. Wir fahren jetzt weiter nach Pegnitz und ihr kommentiert, wo ihr euch verortet. Seid ihr Pessimisten oder Optimisten? Denkt dran, in der Demokratie zählt jede Stimme.